Jetzt. Hallo und herzlich willkommen zu The Last of Us, dem Remake auf Schwierigkeitsstufe erbarmungslos, Teil Nummer 21. Oh mein Gott. Mein Name ist Didoni und gespielt wird von... Taurin-Taurin. Richtig, ich liege hier eigentlich mal auf dem Sofa rum und mache mich wichtig. By the way, wurde eben gerade auf meinem Twitter auch ein Bild hochgeladen, wie die Aufnahmen vonstatten gehen. Also, wer sich dafür interessiert, kann sich das gerne auf Twitter mal angucken. Genau, das ist, also Donis Twitter ist in der Infobeschreibung mit verlinkt. Also da braucht ihr nur drauf drücken, dann könnt ihr vielleicht eventuell, wenn das ja recht fresh noch ist, da das Bild rausfinden, wie sie da liegt. Und ja, also ich habe jetzt von mir kein Foto gemacht, ich habe von Doni eben ein Foto gemacht. Ich sitze natürlich da. Sie ist ganz bequem mit dem Mikrofon, schön zur Goschen hin. Das Mikrofon liegt quasi auf mir drauf und ich liege hier mit einer Decke. Das ist ganz toll. Trotzdem ein Mikrofonarm, aber ja, das passt eigentlich. Wenn ich Podcasts aufnehmen würde, würde ich die, glaube ich, so machen. Warum sitzen? Voll chillig. Ganz ehrlich, ich würde sagen, gesellschaftlich wird Sitten komplett überbewertet. Ja. Wirklich. Entweder liegen oder stehen. Eins von, also aber nicht, aber sitzen, ne. Stehen bin ich gar kein Fan von, ne. Stehen? Ich fände schon Stehen ganz cool eigentlich. Gibt's jetzt, also von dem einen, wo man es weiß, der wurde das immer so gemacht. Ich weiß nicht, ob er es aktuell immer noch so macht, aber das war jetzt... Gibt einige Streamer, die tatsächlich nur im Stehen streamen. Ja, ja. Okay, ja. Doch. Also ich, über Stunden auch und sowas. Unge, nee. Bei Unge weiß ich es, wo ich es mal auf YouTube gesehen habe. Der stand auch immer. Ich weiß nicht, ob der aktuell immer noch steht. Keine Ahnung, da bin ich nicht im Bild, aber... Aktuell immer noch steht. Er steht heute noch. Es ist wirklich weird, also ganz eigenartig. Naja, wir kommen jetzt mal zu Teil 21. Ja, genau. Also wir beziehen uns jetzt auf das Spiel, keine Sorge. So, auf geht's, Bighorns fortfahren. Genau, da waren wir da. Genau, da wollte ich anfangen, ein bisschen zu gucken, zu looten. Da haben wir da aufgehört, wo wir diesen Stier angeschaut haben. War das ein Stier? Ich glaube, ja. Es ist wie immer so eine Sache. Ich muss natürlich looten, ist wichtig. Und das würde ich auch machen. Ja, Doni hat es letztens auch schon gesagt, so, ich würde es auch machen auf den Schwierigkeitsgrad. Leicht. Ja, deswegen macht es gar keinen Unterschied. Ja. Wir würden trotzdem ewig lang hier rumstehen und rumsuchen. Ja. Also von dem her. Aber ich kann es hier wenigstens leichter rechtfertigen, dass ich jede Ecke absuchen muss. Weil wie du gesehen hast, so irgendwann mal stehst du dann da und hast gar keine Munition mehr. So dass ich jetzt bei diesen einen Passage, bei der einen Passage sogar so weit gegangen bin, dass ich meine Molotow-Cocktails weggeworfen habe. Nicht auszudenken, die Molotow-Cocktails. Ja, irre. Himmelswillen. Nachladetempo, mir egal. Entschuldigung, ich muss gerade etwas gehen, denn ich bin nämlich immer noch müde. Ich war nämlich gestern Badminton spielen. Geil, geile Sache. Ich habe einen Muskelkater im Hals. Das habe ich auch schon echt lange nicht mehr. Vorne an dem Muskel in meinem Hals, weißt du? Mhm. Weil du gefragt hattest, warum blitzt diese Waffe hier so vorne? Ja. Es ist im Endeffekt die Steuerung. Diese Patronen werden so aufgesplittet da vorne, dass sie dann natürlich Funken sprühen und dann sich auseinander teilen. Oder so ist das halt eben bei der Waffe. Das hatte ich da verbessert. Was ich bei der Waffe tatsächlich noch ändern würde, wäre das Nachladetempo, ehrlich gesagt. So, das hat mich manchmal ein bisschen aufgehalten. Wenn ich die Waffe halt behalten habe. Deswegen bleibe ich dabei. Das kostet auch nicht viel, nur 15 solche Punkte. Wie machen wir das? Aha. Gut. Das ist fertig soweit. Voll. Die Waffe fasst mehr Kugeln, bevor sie ein Nachladetempo... okay. 30, 20. Gucken wir die andere Waffe nochmal an in Ruhe. Na, da sieht man ja alles, was schon gesperrt ist. Und da kann ich auch nur Nachladetempo machen, obwohl ich es bei der echt auch mal machen sollte. Nachladetempo bei der auch, wenn ich da mal mehr habe. Kostet 30, machen wir das. Und jetzt habe ich eh schon nichts mehr. Darum, egal. Jetzt haben wir eh schon nichts mehr. Ja, ja. Das hält. Ja, hoffentlich hält das. Nicht, dass du was beschissener gemacht hast. Ich habe das nicht so ganz verstanden jetzt im letzten Video. Wo sind wir jetzt? Was ist das für ein Lager? Weil man hat ja lauter Rauch gesehen und Licht und so. Warum sind da keine Menschen? Ich verstehe das jetzt nicht so ganz. Warte mal, ehrlich, ich weiß nicht, ob wir in diesem Dorf sind, wo wir uns angeguckt haben mit seinem Bruder. Ja. Ich weiß nicht, ob wir jetzt genau da sind. Ich bin wirklich total verpeilt. Also ja, ich habe das überhaupt nicht verstanden gestern. Also,
Und jetzt auf einmal sind wir wieder in der toten Geisterstadt, so deswegen. Da sollen wir durchreiten. Wahrscheinlich wollen wir da auch nur ein bisschen looten und dann weiterziehen eigentlich. Okay. Aber du kennst ja das Spiel jetzt mittlerweile auch, du weißt, wie es funktioniert. Ja. Na? Ja, der es Wechsel wird mal wieder Zeit für eine Gruppe Klicker und so, weil wir hatten jetzt zweimal Menschen, also genau. Es muss jetzt eigentlich mal wieder Zombies. Das Spiel funktioniert genau so. Und das ist schade, man hätte so viel tun können. Das ist, es ist halt wirklich nur, so, jetzt machen wir wieder, jetzt reisen sie wieder ein bisschen, jetzt machen wir wieder eine Gruppe Menschen. Und die Menschengegner machen immer das Gleiche. Und dann reist du wieder ein bisschen und dann kommen wieder Zombies. Ich meine, gut, Zombies, was sollen die schon großartig anderes machen, aber ja. Ich hätte mir mehr Abwechslung gewünscht und damit meine ich jetzt nicht häufigerer Wechsel zwischen Zombies und Menschen. Du weißt, dass der zweite da schon ein paar technische Sachen, paar Kleinigkeiten oder Neuerungen. Ja, ja, das ist auch gar keine, das ist und auch gar, ich will auch niemandem den Spielspaß damit kaputt machen. Das ist auch keine generelle Kritik an das Spiel an sich. Du findest bei jedem preisgekrönten Spiel, Film, was auch immer, immer irgendwas, woran du Kritik ausüben kannst, definitiv. Ich betone ja gerne nochmal, dass es natürlich sein kann, dass ich da so extrem drauf achte jetzt, weil du das eben auf dem Schwierigkeitsgrad spielst, wo es eben länger dauert, wo man wirklich überlegen muss, sich auch genau angucken muss, wie die Figuren gehen. Und weil ich mir das ja mit dir jetzt seit Anbeginn des Spiels anschaue, merke ich halt die Parallelen zwischen jedem einzelnen Punkt, wo dann Menschengegner kommen, dass sie eigentlich alle das Gleiche tun. Ja. So. Was hier ja den Schwierigkeitsgrad ausmacht, ist ja nicht, wie klug die Gegner sind überhaupt nicht. Die Ressourcenknappheit. Ja, erstens das und dass, wenn dich der Gegner erwischt, dir direkt einen Kopfschuss auch mal mitgibt. Naja, realistischer würde ich es eher nennen, ne? Ja, ja klar. Aber du hast halt, also du bist halt, wenn du einen Fehltritt machst, hast ja schon mal gemerkt, so wenn ich aus Versehen nach vorne gegangen bin oder so ein Scheiß. Ja. Dann war ich halt gleich mal am Arsch. Hier war mal ein Ausguck. Ein gutes Zeichen. So. 29.8. Nichts. Hatten die nicht gesagt, dass Leute vorbeikommen? Warum sollen wir draußen sein, wenn hier nichts passiert? 1.9. Noch immer nichts. Mark, hör auf zu nörgeln. Wenigstens hast du hier Zeit zum Lesen. Wachdienst im Labor zu schieben, ist das wahre Elend. Also ich schreibe immer andere Leute, die tun hier das Protokollieren, ne? 14.9. Fünf neue Rekruten aus der QZ Chicago Eingang. Ha, endlich. Einer hat mir ein Päckchen Kippen für gute Arbeit gegeben. Nett. 5.10. Sechs Typen aus dem HQ Eingang. Sechs Leute für einen Truck? Da draußen muss es schlimmer sein, als ich mich erinnern kann. Vorratslieferungen aus dem HQ, Eingang. Ach ja, ich habe zwei Äpfel aus einer der Kisten stibitzt. Einer ist für dich. Guten Appetit. 31.10. 10 Millionen Werwölfe. Eingang. Die habe ich nur für dich reingelassen, Andrea. Happy Halloween. 5.11. Speer zur Vorratsbeschaffung in die Stadt gegangen. Ausgang, Speer zurückgekehrt. Eingang. Roger hat mich angebrüllt, weil ich geschlafen habe. Arsch. 20.12. Was machen die da draußen? Ein Biologe aus San Francisco, Eingang, der ist ein richtiges Arschloch. Pass auf ihn auf. Drei neue Rekruten als Eskorte. Eingang, die haben mir wenigstens frohe Weihnachten gewünscht. Hab ihnen verschwiegen, dass ich jüdisch bin. 22.02. 10 Kisten aus dem UT-Krankenhaus, Laborkram, Eingang. So, kommt da noch irgendwas anderes? 4 Veteranen, die um Vorräte stritten. Ausgang, mit all den Wissenschaftlern haben wir eben mehr Moller zu stopfen. 4.3. 2 der Veteranen, die im Februar gegangen sind. Eingang, Nachschublieferungen aus der QZ Dallas. Eingang, unglaublich, wir haben Hühnchen. Ruft mich gefälligst sofort an, wenn es Abendessen gibt. 21.4. 12 Veteranen zur Kalpu-Ausgang. Ich habe ihnen viel Glück gewünscht. 12.6. 3 Ärzte, Ausgang, keine Ahnung, warum die weg sind. 2 Rekrutenausgang. John sagte was von Aufklärung, aber was suchen die? 20.8. 10 Tonnen tiefe Ladung, Eingang. Einer davon, ein Blondschopf, hat mich beäugt. Ich hoffe, er bleibt noch eine Weile, aber was soll der ganze Aufruhr? Erklärt mir mal jemand, was hier eigentlich los ist. Okay, irgendwie jetzt richtig rauslesen konnte ich ja nichts, aber das ist einfach nur Protokollierung, was passiert ist und sowas. Achso, ich bin ja da entlang gegangen, ne? Na gut, super. Dann ist hier weiter nichts. Dann können wir das auch abhaken hier oben. Waffen vielleicht nachladen, wenn ich kann. Aber ich hab. Ja, verdammt. Das sieht scheiße aus, ja? Ja, es sieht scheiße aus und es ist auch wirklich scheiße. Ärgerlich. Das ist eine Sache. Klar ist irgendwie auch unrealistisch, dass sich jemand selber irgendwelche Munition bastelt, aber wenn es die Möglichkeit gegeben hätte, durch
Rohstoffe nochmal vielleicht irgendwie zu entscheiden, ob ich da auch vielleicht was herstellen kann, wäre ganz cool gewesen. Ich muss ganz ehrlich, konnte ich aber im zweiten nicht, oder? Selber was herstellen? Konnte ich Pfeile selber herstellen? War da nicht irgendwas irgendwo? Ich meine, ich kann hier herstellen wenigstens Nagelbombe oder, ganz wichtig, Molotow. Ich kann auch nochmal einen Molotow-Cocktail herstellen, wenn es ist. Und, ja. Zur Not, wenn es ist, auch eine Nagelbombe. Würde ich auch machen, tatsächlich, damit ich ein Messer noch habe. Und wahrscheinlich auch einmal das. Warte mal. Ja. Genau. Ich würde das einmal noch machen, weil das ist so eine Rauchbombe für das. Das würde ich einmal machen. Mache ich jetzt auch einmal. Und das auch einmal. Und einmal das. So, dann habe ich noch wirklich nochmal so einen kleinen Notwaffe. Weil es wirklich drauf ankommt dann. Haben wir gerade eben auf Twitter geguckt, weil ich das Bild hochgeladen hatte, wie ich hier rumliege. Ja. Wie viele Leute drunter schreiben. Zum Beispiel eine wie Alaska, das ist auch eine Streamerin, hat geschrieben, können wir daraus bitte eine Doku oder Reality-TV-Show machen, bitte? Dann habe ich geschrieben, was für eine Doku? Doni Leaked oder was heißt die dann? Doni Leaked, die neue RTL-Doku. Die Leute wohnten und lernten hier, obwohl sie erwachsen waren. Ja, lernen, feiern, kannst du mir einen Gefallen herausfinden, kannst du mir das was sie vom Leben wollen. Okay. Kriege das einfach was nicht auf. Meine Finger sind schwach heute. Alles von Badminton. Ja, Tatsache. Ich habe wirklich am ganzen Körper Muskelkater. Das ist verrückt, ist das. Ja. Aber ich habe, wie gesagt, auch nochmal gegoogelt und Badminton und Tennis und so gehören anscheinend zu den Sportarten, wo Muskelkater vorprogrammiert ist. Ganzer Körper, okay, immer wieder Stop and Go. Das ist ziemlich uncool. Ja. Ein Riesenwidder. Das hat ja schon fast was von Religion. Wenn's um Sport ging. Na klar. Wie recht sie hat. Wie recht. Kann sie nicht mitreiten dann weiter? Ah, sie reitet mit. Weil ich lasse sie jetzt noch reiten und guck noch hier. Weil ich schwöre dir, da ist noch irgendwo immer mal irgendwo wieder so ein Eck. Wie gesagt, so, ja, da muss ich schon genau gucken, nicht? Sag mal, wir haben gerade was gegessen. Es wird langsam Herbst. Wir haben Japanisch gerade bestellt. Ich bin super großer Fan von japanischem Essen. Mag ich. Ganze Alge und das ganze Zeug, was die haben. Cool. Ja, erzähl weiter. Vor allem auch super leichtes Essen, jetzt im Gegensatz zu deutschem Essen. Feierfleisch, meine ich. Und Alex hat eine super leckere Pokeball gegessen. Ja, leck mich am Arsch. Ob wer in meinem Alter lecker, dabei ist? Keine Ahnung. Dass Joel immer dann anfangen muss zu reden, wenn ich rede, das ist echt unfair. Ja, sorry. Lass das, Joel. Ich habe gedacht, ich kann ja einfach reingehen. So, ich nehme jetzt mal noch ganz kurz hier. Sehr lecker auf jeden Fall, ja. Muss ich auch mal wieder in die Richtung irgendwas kochen. Oh fuck, ich weiß nicht, warte mal. Ich glaube, da wurde was getriggert. Deswegen, warte mal. Was meinst du mit, da wurde was getriggert? Dass ich dann vielleicht nicht direkt nochmal raus kann, darum nochmal kurz da weiterlaufen. Ja, ein paar Sachen weiß ich noch, deswegen. Aber ich muss nochmal die Umgebung angucken. Ja genau, weil hier geht's ja nicht weiter. Ach, oder? Scheiße. Hier ist nämlich ein Gitter. Aber wir gehen gleich wieder dahin. Aber vorher erst nochmal gucken, ob da noch irgendwo ein Eck ist mit irgendwas. Ein Fahrrad zum Beispiel, das wäre doch so intelligent, ne? Aber in diesem ganzen Film... Die sind kaputt, die Reifen. Ja, schön. Aber es muss ja irgendwo die Möglichkeit geben, dass irgendwo... Ich weiß, ich komme in solchen Apokalypsen-Zombie-Filmen nie auf die Idee, Fahrräder zu benutzen. Also, vielleicht jemand in den Kommentaren, der mal schreiben kann, hey du, kenne ich schon den einen oder anderen Film, wo das ist, aber in den meisten, wenn wir ehrlich, benutzt fast nie jemand ein Fahrrad. Kann sein, dass das in Amerika einfach nicht so gang und gäbe ist, mit dem Fahrrad zu fahren natürlich, weil die meisten Sachen kommen ja immer aus Amerika. Also, wenn wir jetzt The Walking Dead nehmen, da habe ich oft genug Fahrräder im Hintergrund gesehen. Also, nein. Hoppala, da hat es gerade geblitzt. Sah so aus, ja. Sah tatsächlich so aus. Hoppala, war das ein Grafikfehler? Link, na, runnen. Bleib beim Pferd. Ich schau mal. Bist du sicher? Ja, ich will nicht, dass er wegläuft. Bin gleich zurück.
Ne? Natürlich, klar, da will er natürlich, dass das Pferd keinen Schiss bekommt, deswegen werde ich das erstmal beseitigen. Gut, wurde was getriggert, deswegen. Habe ich mich noch gut erinnert. Ich finde, es wird ja mal wieder Zeit nach dem Bloater. Wir hatten erst 2 Bloater in dem Spiel. Muss nicht sein, muss nicht sein. Das sieht mir zusammengepfuscht aus. So. Wir mussten die Tür zum Generator im oberen Stockwerk verkabeln. Bitte sparsam benutzen, wir haben bald kein Benzin mehr. Kein Saft. Oh! Flammenwerfer, neue Waffe. Oha! Ach hey. Ach, mein Arm hält heute gar nicht. Soll ich dir was helfen? Nee, er hält halt nicht. Also mein Schwenkarm. Der Mikrofonarm. Mein Arm an sich hält schon noch, aber mein Mikrofonschwenkarm bei mir will er. Hinsetzen? Ja, so leicht. Das sind keine guten, wir bräuchten. Ja, nee. Ich kann ja gerne mal beim nächsten Mal ausprobieren, dieses Drahtdingens zu benutzen, was ich eigentlich für die Kamera hernehme, weißt du? Beim Kochen auch. Die habe ich ja bei mir im Schlafzimmer auch. Mhm. Ach, es ist wirklich super gemütlich, wenn du mit Decke hier auf dem Sofa liegst, ne? Aber wenn ich meine Dampfe irgendwo hinlege oder mein Handy, finde ich dann auch nichts mehr hier. Vor so viel Decke, ach da. Kannst du aufhören zu suchen, Alex? Okay, ich suche nicht mehr. Ich habe natürlich die ganze Zeit gesucht, ne? Oh, da hinten läuft jemand. Ich habe aber auch keinen Stein oder so. Und bei denen ist es ja der Fall, dass die mich sehen auch. Deswegen muss ich mich jetzt da auch ein bisschen vorsichtig bewegen. Vor allem, weil ich nicht weiß, was noch, wo die nochmal überall getriggert werden und... Ich würde mich schon wohler fühlen, wenn ich weiß, ob ich jetzt noch eine Schlagwaffe habe. Warte mal. Ich habe die Machete noch. Gut, ich sehe sie. Ja, wie lang ist sie noch gut? Das kann ich nicht sehen. Glaube ich. Ach so. Ich weiß gar nicht. Ich dachte, das wird dir vielleicht vorher irgendwann angezeigt. Ja. Ich kann das hier. Nahkampfverbesserung. Boah, das machen wir nicht natürlich. Da hätte ich mir das Messer aufheben sollen, aber da hätte ich sie verbessern können. Wenn ich hier warte auf den, außer der andere sieht mich dann. Jetzt gucken wir mal, ob der mich sieht überhaupt. Weil dann würde ich warten, bis der hier wieder vorbeigeht. Und pack den. Pack den! Ich weiß nicht, was hier oben noch alles, ob hier irgendwo ein Klicker ist oder vielleicht sogar ein Bloater. Ich weiß es nicht, ehrlich. Keine Ahnung. Gut, wir haben ja Zeit, oder? Ich hab heute keine Termine mehr, Alexander. Heute wir haben übrigens, es ist Sonntagabend, 22.55 Uhr. Wir haben früher angefangen, tatsächlich. Ja, ausnahmsweise. Die letzten Mal haben wir immer erst um 12 oder 1 angefangen. Ich muss aber sagen, im Gegensatz zu Alex kommt bei mir langsam der After-Urlaub-Blues. Bei Alex weniger. Ich glaube, der hat genug Urlaub gehabt für sich selbst anscheinend. Ja. Freust du dich ein bisschen auf deine Arbeit wieder? Leute wieder sehen? Nee, das Freuen ist jetzt nicht da, aber... Aber warum hast du dann keinen... Oh nein, Urlaub vorbei, Blues? Nicht, keine Ahnung. Funny, hattest du noch nie. Normalerweise warst du immer so, oh, scheiße. Da ist einer im Eck, hast du gesehen? Ja. Ja, klar, hatte ich immer, weil es da doch immer wenig Zeit war, wo man sich dann erstmal... Sag doch einfach, wie es ist. Du hast die Schnauze voll von mir und bist froh, dass sie jetzt wieder in die Arbeit geht. Nee, gar nicht. Ich würde weitermachen, wenn es geht, aber... Wenn jetzt jemand sagt, kriegst du nochmal 6 Wochen, würdest du nehmen? Ja. Okay. Jetzt würde ich sagen, ich gehe mal da raus. Erstmal die Lage checken hier draußen. Checke mal die Lage. Ja, vielleicht sind hier Steine. So ein Ziegel wäre halt schon mega geil mal wieder, oder eine Ziegel Flasche. Ziegel wäre mega geil. Absolut. Aber? Was ist dir lieber? Bei was bist du entspannt? Wenn du weißt, es kommt jetzt ein Abschnitt mit Zombies oder ein Abschnitt mit Menschen? Diese Zombies immer. Her damit. Sind die normalen oder die Runner?
Das sind, und die Stalker. Das sind die Runner. Die Stalker sind die, die wo sich immer wieder verstecken. Ja, und ja, dich genau, beobachten. Genau, genau. Ja, ja. Und die Klicker sind die, die wo halt, weißt du, mit dem Geschwülst im Gesicht komplett schon vollgewuchert sind. Mir sind die tatsächlich noch am liebsten, weil ich die sogar noch packen kann. Warte mal. Stell dich noch mal ein Stück weiter nach links, bitte. Nach links? Da links bleib einer mal, hinten stopp, ist im Eck. Bleib einfach mal stehen. Ich finde sehr lustig, wie du genau siehst, dass die Blätter sich eigentlich gar nicht bewegen, sondern nur das Bild sich wölbt. Mhm. Ja. Ist ein Effekt. Aber da funktioniert, wenn du nicht so drauf achtest, wenn du nur vorbeigehst, so hier. Ja, ich habe das gerade zum ersten Mal gesehen. Also naja. Die bewegen sich gar nicht einzeln, sondern das Bild wölbt sich nur, als würde ich so ein Blur-Ding, ja. So ein genau. Das Ding ist, drüber. Ja, genau. Geben. So, der zieht es lang und wieder dünn. Ja, genau sowas. Aber ja, es sind alles Tricks und sowas, weil sonst müsste das alles berechnet werden. Mhm. So kannst du viel mehr Ressourcen und sowas sparen vom... für den Prozessorzeug und Ding wird ja alles berechnet dann, ne? Ja, ich verstehe schon. Ist mir nur gerade zum allerersten Mal aufgefallen, keine Kritik, ist mir nur gerade aufgefallen zum allerersten Mal. Das wird mit der Wiese genau dasselbe sein hier. Mit allem. Ich schaue mir gerne solche Technikvideos an auf YouTube. Auch wie Nintendo viele Tricks raushaut, warum ihre Spiele so gut aussehen, weil sie auch mit vielen Tricks arbeiten. Mhm. Hm. Ja, ich muss die kalt machen. Hätte ich jetzt wirklich irgendwo einen Stein, würde ich die da hinlocken, auf eine Fläche und dann einfach mal einen Molly draufhauen. Aber ist nicht möglich. Vielleicht ist hier nochmal irgendwo was. Weiß ich nicht. Ob da irgendwo ein Stein ist. Wäre halt geil, ne? Aber scheint nicht so. Nee. Da rechts ist auch einer im Eck, hört man schon. Nee. Fuck, wie kann ich die... Ich glaube, ist mir lieber, wenn ich da draußen oben bin, ne? Warte mal, vielleicht ist auch hier was. Da haben wir auch noch nicht geguckt, oder? Vielleicht ich da ist irgendwo nicht ein Stein. Mhm. Kein Stein, das ist echt schade. Ich hab wenigstens eine Flasche. Ich weiß. Ich hab das ja schon gesagt, das ist so oft der Fall, dass da einfach nichts liegt. Und ich mir denke, warum nicht? Schade. Ja, dann werde ich halt mal einen erschießen. Ich werde hier nochmal rüberklettern. Dann bin ich ein bisschen sicher, glaube ich. Aber es geht nur einer rum, ja? Hast du etwa gerade eine Frau geschlagen? Das habe ich, ja. Und es hat genau gesehen. Was gemacht? Hallo. Ja gut, die habe ich geschlagen. Die andere habe ich erstochen. Deswegen nur eine Frau geschlagen. Das war okay. Ich hoffe, du bekommst den Shitstorm. Den Shitstorm meines Lebens. Hm. Auch nichts mehr zum Einsammeln. Dann mache ich den Generator an. Warte mal. Ist auch nichts. Und jetzt macht jetzt schon Lärm, ne? Ich hasse das so. Ich hasse dieses Gerät. Ich mag das Geräusch nicht. Ja, es ich hasse so das paar Gerät Geräusche, an die sich kann einfach. Ich nicht. Ist super laut und super nervig. Hey, ich habe überlegt, ich wäre gern Astronautin geworden. Tatsächlich? Ja. Weltall zu sein? Ich weiß. Das wäre cool. Glaube ich. Was ist mit dir? Was wolltest du werden? Oh. Tja, als ich klein war, wollte ich wohl Sänger werden.
Bitte. Ach, Quatsch. Nein, wirklich. Sing etwas. Nein. Na los, ich lach nicht. Das wird nichts. Joan, bitte. Die Motte. Vor unserem Bildschirm ist gerade eine Motte rumgeflogen. Habe ich gerade voll anvisiert. Oh, meinst du könntest dich mal kurz aus dem Sofa erheben? Wieso denn? Und die Lindschokolade, also die Pralinen rausholen. Okay, du musst dann ein bisschen reden hier und die Du, Alex, wenn es eine Sache auf dieser Welt gibt, die ich gut kann, dann reden. Viel reden. Das ist wirklich... Ja. Ich mach mal kurz mein Mikrofon leise, nicht, dass ich hinkomme. Das ist ein Talent, wurde mir gesagt. Ich kann ja auch tatsächlich die ganze Zeit reden, ohne dass mir jemand antwortet. Ohne, dass ich einen Chat habe. Aber ich sag dir eines, ne? Man gewöhnt sich daran, einen Chat zu haben. Mittlerweile merke ich, wenn ich zum Beispiel ganz kurze Zeiten im Stream habe, in dem der Chat ruhiger ist, dass ich verunsichert bin und nicht mehr weiß, was ich sagen soll. Weil ich es so nicht mehr gewohnt bin. Das ist wirklich weird. Deswegen, ich kann heute sagen, definitiv ein ganz kleiner Streamer zu sein ohne Chat ist schwieriger, als ein größerer Streamer zu sein, der einen aktiven Chat hat. Das kann ich heute definitiv sagen. Props an alle kleinen Streamer da draußen. Ich war übrigens ernst gemeint, ich klang gerade so ironisch, was ich gesagt habe, mein Gott. Nee, ist doch klar. Du beziehst dich bei einem Livestream ja auch auf die Leute und du willst ja auch irgendwie einen Live-Kommentar auch sehen, lesen und sonstiges. Bei YouTube ist es im Nachhinein für die meisten gar nicht so interessant, dass man da kommentiert. Außer man triggert sie mit irgendwas, dass du sie mit einbeziehst. Brauchst du mich nochmal? Geht das kaputt oder was? Leid, wir haben gerade ein paar Mikrofonhalterungsprobleme. Oh. Das untere Gelenk hält mich gar nicht mehr. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was ich noch machen soll. Jetzt hatte ich mit meinem alten damals auch, dass das da gebrochen ist. Das sind Bitte. Möchtest du dich wieder umsetzen? Ja, ich wollte mich ein bisschen. Normalerweise müsste da so ein Ding zum Schrauben hier unten sein, aber da ist keins. Nee, bei mir auch nicht. Lustig. Ja. Hä, warum geht das jetzt gar nicht mehr, Mann? Das ist jetzt dumm, ne? Mitten in der Aufnahme gibt halt einfach mein Mikrofonarm auf. Was soll ich damit machen? Ich kann ja noch nicht mal pausieren. Das ist das Dumme, dass man bei der PlayStation noch nicht mal pausieren kann. Ich mache es so. Du kannst es hier weiter hochmachen. Ja, ich weiß es nicht. I do it like this. Ich denke, wir haben unsere Probleme gelöst. Es tut uns... Ja, es ist fast wie live. Also wir können... War jetzt hoffentlich nicht zu laut. Entschuldigung. Ja, ein bisschen. Nee, das Ding ist, wir können hier nichts schneiden und sowas. Das ist reines Gameplay. Ungeschnitten. PlayStation 5. Kannst hier noch nicht mal Pause drücken. Sonst hätte ich jetzt Pause gedrückt, weißt du. Aber... Mikrofonarm hat leider gerade eben den Geist aufgegeben. Das sind noch Reste aus alten Tagen. Ich hab mittlerweile so ein Drahtdingens. Aber ich glaube, nächstes Mal nehme ich so ein Drahtding jetzt mal her. Ich muss bloß schauen, ob ich es an dem Tisch auch befestigen kann. Dann kriegst du das, würde ich sagen, oder? Oh, die sind aber gar nicht lecker, ne? Da ist ja, was ist da drin? Ekelhaft, ja. Zitrone? Ja, unter anderem. Zitronengelee in der Praline? Die waren trotz Angebot immer noch gar nicht so günstig. Das Lindschokolade ist nicht günstig? Ja, aber das ist so eine Spezialedition, die wohl keiner essen will, wahrscheinlich. Ah, das ist so traurig, Mann. Du kannst hier überall hinlaufen und nichts aufsammeln. Das macht mich voll depressiv, Mann. Mann. Das zerstört mich gerade, innerlich. Weil ich Stay strong. Ja. Ich weiß nicht, ob da irgendjemand, der das Spiel schon auf allen Schwierigkeitsstufen durch hat und mir sagen kann, jo, auf Erbarmungslos findest du auch nicht überall was. Keine Ahnung, vielleicht ist das ja auch irgendwie so ein Ding. Oh, ich kann doch nicht mal hier drauf springen. Oh, wie bad, ey.
Da kann ich dann rüberspringen. Ja, das ist klar, aber erstmal kletter ich dann noch hoch, weil da, das ist ja sehr einladend da oben. Deswegen erstmal da hoch. Ich hoffe, das geht jetzt für dich mit dem Mikrofon. Ja, ich werde mich schon arrangieren. Ansonsten, ja, bevor wir die zweite Aufnahme starten, gucken wir uns das nochmal genauer an. Genau, ja. Dann nehme ich gleich das andere Drahtteil daher. Alles gut jetzt. Ja. Jetzt für jetzt geht's erstmal, ne? Ich esse mir währenddessen einfach diese ekligen Zitronenpralinen rein, bis mir richtig schlecht wird. Da habe ich Bock drauf. Und wieder so ein Ding. Ich glaube, das ist für die Trophäenjäger. Ich bin noch nie einer gewesen. Mir ist das auch völlig Wurst eigentlich, was ich an Trophäen freischalte und was nicht. Also hat mich noch nie interessiert, gerade auf der PlayStation auch irgendwie null. Aber da kannst du halt alles wahrscheinlich sammeln und dann kriegst du eine Trophäe. Das wird wahrscheinlich alles sein, oder? Ich denke. Rutsch mal. Rutsch mal, meine Güte, Joel, wirklich. Der Mann würde mich wahnsinnig machen. Ja, der ist echt, oh. Vor allem, ich wäre, wenn ich Ellie wäre, total verunsichert die ganze Zeit. Mal ist er voll nett. Schau mal. Ja, eine ganze Horde. Hm. Affen. Schon geil, oder? Oder ist da rechts und links was? Nö, kein Affen mehr. Ich meine, natürlich, es gab ja auch Zoos. Das war richtig toll. War das dein erster Affe? Das war mein erster Affe. Noch nie einen Affen gesehen, ne? Ja, woher denn? Im Tierpark wird es ja nicht gegangen sein. Ne? Das bleiben wir mal auf dem Pferd und gucken einfach so um die ganzen Dinger nochmal rum. Komm! Sind das Objekte oder ist das... Ich weiß es nicht. Bin gleich wieder da. Ich warte. Kann ich da hochklettern? Weißt du, bist gerade damit beschäftigt zu looten und bist wahrscheinlich wahnsinnig angespannt, aber ich wollte dir nur sagen, ja, auch andere Menschen haben Probleme. Ich habe nämlich ein Haar im Auge. Was sagst du jetzt dazu? Sollst du rauslutschen? Och, na, jetzt nicht. Nicht, jetzt nicht, wenn die Leute zu spät haben. Ja, später will ich ausmachen. Schlimm finde ich es. Schlimm. Ja, wie kann das passieren? Das sind echte Probleme, ne? Du mit deinem Loot-Scheißer. Das sind die echten Probleme. Ja. Aber stell dir mal vor, das wäre in der Suppe gewesen, das Haar. Wäre noch schlimmer gewesen. Nee, gar nicht. Also ich bin da relativ schmerzfrei. Sterilisation. Verbesserte Erste-Hilfemaßnahmen im Feld. Visierung ist unerlässlich, bla bla bla. Das heißt, Medikits sind jetzt 67% stärker. Gut, dass ich es nie benutze. Ist echt. Wir haben zum Beispiel mal, ich weiß gar nicht, ich glaube Pizza bestellt. Und auf meiner Pizza war ein total langes schwarzes Haar drauf und es war definitiv nicht meins. Mhm. Ich habe das Haar entfernt und die Pizza trotzdem gegessen. Ich bin da wirklich schmerzfrei. Nee. Ja, Doni. Jetzt ist voll egal. Ich will gar nicht wissen, was ich alles schon in meinem Leben mitgegessen habe. Das wisst ihr auch nicht. Das wissen die wenigsten. Und es ist auch gut so, dass man es nicht immer weiß. Real Rap. Nee, aber meine Anfangs-Ekelgrenze liegt wahnsinnig hoch. Was? Hier ist nichts. Ach komm schon. Putsch doch mal. Er sagt das so, als hätte sie das schon vorher wissen müssen, dass er jetzt kommt, ne? Putsch doch mal. Ja, hallo. Richtiger Arsch, ey. So, gucken wir auch in der Mitte nochmal nach. Die Türe, die geht eh nicht auf, so sieht die schon aus. Komm!
alles eine Universität, oder? Einfach. Ja. Habe ich so verstanden, aber du suchst ein Gebäude, das aussieht wie ein riesiger Spiegel. Da kann ich mich noch dran erinnern. Weil Joel sein Bruder nämlich gefragt hat, woher weiß ich welches Spiegel, Gebäude? Schau. Und dann hat er gesagt, okay, das sieht aus wie ein riesiger Spiegel. Geh mal noch zu den Äffchen. Gott, so schön diese Geräusche. Mal reingucken. Ist das ein Stein da hinten, den ich mitnehmen kann? Ja, sah so aus, ne? Wäre toll gewesen. Man könnte auch so eine Eisenstange nehmen und damit zuschlagen, aber was weiß ich schon. Nee, du hast keine Ahnung. Er nimmt nur die Creme de la Creme der Eisenstangen. Am liebsten halt einfach irgendwelche Rohre, die einen Winkel dran haben. Rutsch mal. Tut mir so leid, wie gesagt, dass ich da immer wieder gucken muss, aber... Wenn ich alles auswendig wüsste, dann könnte ich mir das ersparen. Dazu müsstest du es aber ein paar Mal öfter spielen. 30 Mal habe ich hier. Sollte hier nicht mal irgendwer sein? Ich weiß nicht, das ist die magische Zahl. Vielleicht halten sie sich einfach lieber bedeckt. Ja, vielleicht. Gibt es ein Spiel, welches du sehr häufig durchgespielt hast? Ich? Ja. Vampire Bloodlines Masquerade. Kannst du dich erinnern, aber wie oft? Das weißt du doch. Ja. Naja, für andere Leute ist das wahrscheinlich nicht oft, aber für mich, die eigentlich das Spiel spielt und dann ist die Fertigung nichts für mal weg. Fireflies. Fünfmal. Ist oft, ja. Ich finde auch. Ich sehe es. Das ist gut. Ich würde nie auf die Idee kommen, ein Spiel 30 Mal durchzuspielen, ehrlich gesagt. Also ich weiß, dass es viele Menschen gibt, die das machen. Und für mich wäre das nichts, weil ich mich, glaube ich, echt irgendwann mal mega langweilig. Jetzt zum Tor. Und ich denke, das zweite Spiel, das ich nochmal zum zweiten Mal spielen werde, ist definitiv Cyberpunk. Definitiv. Da habe ich auch richtig Bock drauf. Das einfach nochmal zu spielen. Cyberpunk war. Da haben wir auch vorher kurz drüber gesprochen, über Cyberpunk. Weil es kommt ja ein DLC jetzt nächstes Jahr raus. Und als Cyberpunk damals rauskam, war ich absolut nicht interessiert. Auch während der ganzen Halbzeit vorher, bevor es erschienen ist, absolut nicht interessiert. Aber. Ich bin dann einfach absolutes Medienopfer geworden. So, ich bin so influenced worden. Ja, klar, jeder hat irgendwie davon gesprochen. Oder von diesem Hype für dieses Spiel, weil dann auch wirklich jeder über dieses Spiel geredet hat und alle sich gefreut haben und so, dass ich dann gesagt habe, okay, alles klar, scheiß drauf, ich hau das. Also jenseits des Streams habe ich das gemacht. Ärgert mich ein bisschen, hat on-stream auch wahnsinnig viel Spaß gemacht. Mhm. Ja, bestimmt. Dann habe ich dieses Spiel angeworfen und habe dann das ganze Wochenende über Cyberpunk gezockt. Und ich habe, glaube ich, wirklich am ersten Wochenende, weiß ich nicht, 90 Stunden geschafft oder so ein Scheiß. Ja. Nee, ja, irgendwie, also absolut. Ich habe da auch immer, ein bisschen drüber geguckt bei dir. Ich fand das halt auch ganz cool. Und ich liege das jetzt, ich habe das noch nie öffentlich erzählt, aber während der Cyberpunk-Zeit habe ich sogar mal im Stream behauptet, dass ich nicht streamen kann an dem Tag, weil ich krank bin. Die Wahrheit ist aber, ich war einfach nur zu feige, Chat zu sagen, Chat, ich kann nicht streamen. Ich muss Cyberpunk zocken. Ist doch auch mal okay. Ist doch auch mal. Ich habe es mir für die Xbox geholt. Damals noch Xbox One X. Da lief es noch nicht so rund. Es lief zwar ganz okay, aber die schlimmsten Versionen davon waren ja eben die normale PlayStation 4 Version und die Xbox One Version, die normale. Die waren halt technisch total unterlegen und da lief gar nichts. Da kannst du dir ja immer noch irgendwelche Videos auf YouTube anschauen, aber PC war ja gar nicht davon betroffen eigentlich, von den Fehlern, die es so gab auf Konsole, ne? Ja. Nee, aber für die mal überlegt hatten, wenn ihr es noch nicht getan habt, dann spielt Cyberpunk. Das Spiel ist fantastisch, wirklich. Ja. Ich bin normalerweise nicht so, dass ich viel loote oder viel sammle oder versuche alles auf 100% zu machen, aber Cyberpunk ist so das einzige Spiel, wo ich mit Fug und Recht behaupten kann und auch ein bisschen mit Stolz. Ich habe alles gemacht bei Cyberpunk. Jegliche kleine Nebenmissionen, alle Mainquests, alles. Ich habe alles gemacht bei Cyberpunk. Und ich habe es geliebt. Und wenn du die richtigen Nebenquests machst, findest du sogar Gronkh. Gronkh und Royal Funk findest du dann. Die synchronisieren nämlich zwei Figuren in dem Spiel. Aber die findest du halt nur, wenn du die Nebenquests machst. Mhm. Ja, ich hab mich nur auf die Hauptstory fokussiert, weil manche Sachen waren gar nicht machbar. Ich fand zum Beispiel auch doof, dass in manchen Missionen unendlich Polizisten gespawnt sind. Da wollte ich eine Mission machen, es war auch eine Sidequest. Jo, ich baller einfach, dachte ich mir, komm, ballerst du den Deppen einfach ab. Und die kommen auch noch um dich rum gespawnt, die Polizisten. Da hatte ich dann keinen Bock mehr.
Ich glaube, das war auch einer der Kritikpunkte, als dann die ganze Kritik rauskam. Gottes Willen, Deutsch, gut. Diese ganzen Kritiken rauskamen zum Spiel. Dass die Polizei permanent spawnt, hinter dir direkt spawnt, wenn du gerade... Richtig schlecht, ja. Ja. Ich tue auch nicht zu viel meckern über das Spiel, das hatte schon... Hatte auf jeden Fall seine Tiefen, ja, weiß mal ganz genau. Aber das hatte auch schon viel... Ja, aber auch bei, auch bei Cyberpunk ist es so, ich habe Cyberpunk so gespielt, dass ich habe jedes Ende gemacht. Auch das geheime Ende. Jedes, weil ich es einfach so toll fand. Und das Ding ist, du spielst dieses Spiel in First Person, also sprich, du siehst... Möchtest du erst rede weiter. Das heißt, du siehst deine Figur nicht, aber ich hatte trotzdem Gefühle meiner Figur gegenüber, vor allem dann zum Ende des Spiels. Okay. 18.01. 9 gottverdammte Monate gewartet und noch immer nichts. Kein Wort von niemandem. Ich habe im Speisesaal weitere Dosen mit Nahrungsmitteln gefunden, doch die reichen nicht lange. Kleiner Vorfall bei der Barrikade im Ostflur, aber immer noch alles sicher. 31.01. Ich habe einen Blick auf eine herumstreuende Gruppe dieser Dinger geworfen. Einer sah aus wie Heather. Vielleicht war es sogar Heather. Scheiße. 10.02. Die Batterien gehen langsam aus. Wir hören nur noch einmal pro Nacht Radio. Das habe ich seit der letzten Übertragung aufgegeben. Sie ist 3 verfluchte Monate her. Also weshalb die Mühe? 25.02. Cheryl hat gestern draußen gequalmt. Sie sagte, sie braucht das. Sie war ziemlich angepisst, als ich ihren Vorrat weggeschmiss. Sie versteht es nicht. Wir müssen einen klaren Kopf behalten. Jemand muss in die Stadt und weitere Vorräte besorgen. Wahrscheinlich werde ich das sein. Oh, ich würde sagen, er ist nicht mehr zurückgekehrt davon. Mhm. Kein weiterer Eintrag. Wie lange ging das wohl gut? Wie ist da eigentlich? Warte, der kann nicht auf die wechseln noch. Kein Stein, einfach nirgendwo eine Stange oder irgendwas. Schöner Laptop. Danke. Nur ein bisschen Koks, ganz normal. Ja, easy. Kalisto-Protokoll, heute ein paar Videos gesehen. Das sah stark aus. Da bin ich auch sehr gespannt. Und da hat man halt auch schon wieder gesehen, so. Das gab's ja bei Dead Space nicht, ne? Dass man sich so auch ranschleichen konnte und irgendwie die Gegner von hinten packen. Spuren. Ja, dass man Gegner von hinten packen konnte, das war ja nicht der Fall. Es war ein reines Ballern, ne? Ja. Das scheint bei Kalisto-Protokoll halt schon nicht der Fall zu sein. Tja, wie du merkst, Sporn, bla bla bla. Logisch, ne? Ich schau mal kurz auf die Uhr. 43 Minuten. Alles klar. So. Ich mag das Geräusch einfach. Ich kann. Beruhigend. Mit mir stimmt irgendwas nicht. Also wäre für dich die perfekte Kombination ein Klicker auf einem Pferd. Ja, ein Klicker auf einem Pferd, das wäre für mich maximal entspannt. Da würde ich zu einschlafen, glaube ich. Oder einfach ein Klickerpferd. Ja. Oh mein Gott. Das stimmt. Die Kombi, die wäre die allerbeste. Im Regen. Oh mein Gott, ich habe so daneben geschossen. Ey. Ein Klickerpferd im Regen. Meinst du, der weiß gleich, wo ich bin? Was? Oh, jetzt sehe ich es ja gerade erst. Und ich sag vor allem noch immer wieder Zeit für einen Bloater. Sorry. Kein Bock auf den. Aber hat mich anscheinend noch nicht bemerkt.
Hä, was war's denn? Okay, schade. Bin leider reingelaufen in die Olle. Ah, nochmal. Aber hier kann ich eine Flasche nehmen und die nochmal hinlocken eventuell. Ich habe gerade eben erst gemerkt, dass ich meinen Kopfhörer leiser machen muss. Ja? Jetzt fast die Ohren weggeflogen, ja. Sorry, tut mir leid. Ich kenne nochmal die Flasche. Gut ist, dass der dicke Kiel kurz aufhören. Ich habe dich gerade akustisch gar nicht verstanden. Nochmal zur Erklärung. Ein Bloater ist die letzte Stufe der Infektion und ein Bloater kommt erst zustande, wenn die Infektion mindestens 18 bis 20 Jahre zurückliegt. Oh Gott, ey. Der hält so verfickt viel aus, ey. Die Inkubationszeit der Infektion beträgt ungefähr 12 bis 24 Stunden. Danach ist man ein Runner. Das geht so 2 bis 4 Monate. Danach bist du ein Stalker. Stalker bist du ganz, ganz lang. Und der Bloater kommt dann erst so nach 18 bis 20 Jahren. So, meinst du, der Dicke lebt noch? Na, wobei, ich hab den Klicker. Ich glaube, der Klicker ist 4 bis 6 Jahre nach der Infektion. Das dauert schon verdammt lange, ne? Alles. Und, jo, bin mal gespannt, der zweite Teil, wann war der, 5 Jahre später oder 3? Also ich weiß es nicht, ehrlich, keine Ahnung. Jo, ich bin mal gespannt, wenn ein dritter kommt, ob das dann die Geschichte fortsetzt. Wir wollen ja jetzt nicht spoilern, inwiefern das Ganze beim zweiten vorangeht. Aber es ist auf jeden Fall eine Fortsetzung, storytechnisch. Und beim dritten bin ich auch nochmal gespannt. Ich hoffe, wie gesagt, dass der Dicke am Arsch ist. Der Aufgeblähte. Der Bloderte. Ja, da liegt er. Sehr schön, da liegt er. Du hast ihn quasi nach 20 Jahren endlich erlöst. Ja, ist doch gut, oder? So, dann sind die anderen normalerweise. Ich will aber jetzt nicht so verschreien. Möglich, dass ich die einfach weg damit. Hallo. Drehe ich das erstmal. Ja, was dann? Ich frage mich nur, wie das jetzt zum Beispiel bei den ganzen Zombies ist, die so komplett eingesperrt sind, schon seit Jahren. Wovon ernähren die sich? Die müssen sich anscheinend ja doch nicht ernähren. Ja, aber...
sind ja trotzdem noch Menschen. Mir ist egal, ey. Also in The Last of Us 2 sind die Zombies gut und gerne auch mal nackig. Das weiß ich noch. Da haben wir in Last of Us 2 so einige Hodensäcke gesehen. Schon geil gewesen. Oh, je. Ich vermisse The Last of Us 2. Ja, stimmt aber. Hab ich gar nicht mehr so im Kopf. Er wird doch trotzdem noch Selbstgespräche führen, wenn alle tot sind, oder? Das sind ja mehr Flaschen. Ich hätte auch anders da machen können. Oh, und weil wir gerade eben übrigens beim Thema Hodensack sind, kommen wir mal direkt zu unserem Losungswort für das heutige Video, das dann natürlich wieder in die Kommentare geschrieben wird. Und zwar ist das Losungswort für heute Fliegengitter. Da habt ihr jetzt nicht mitgerechnet, ne? Ihr dachtet, ich sag was anderes. Es ist Fliegengitter. Ab in die Kommentare damit. Gut, von da hinten, da bin ich runtergesprungen, ne? Genau. Kann ich da auch noch rein? Kein Snake. So, wieder was zu einsammeln hier. Das freut mich sehr. Oh, jetzt habe ich gedacht, da liegt jemand. Schau mal. So. Was ist das für ein Bild? Sag einmal, wer hat denn da ein Foto von mir aufgehängt? Danica Star. Ja, so heiße ich. Auch mit Nachnamen. Das Star. Mit dem Star hört sich schon so ein bisschen. Nach Porno-Business an. Na, da kennst du dich ja aus, Alexander. Im Porno-Business. Hast du ja selber 10 Jahre. Viele Jahre dabei gewesen. Ja, man nennt den auch immer Alex. Alex Star. Mir ist jetzt nichts anderes eingefallen. Man nannte ihn Alex. Alex Star. Der war richtig dumm der gerade. Der war richtig scheiße, aber man egal. Man nannte ihn Alex. Ja, so heiß ich. Oh yeah. Oha, spiel mal eine Runde. Wenn es gehen würde. Haben wir nochmal einen Brief? Okay. US-Militär gibt Suchaktion auf. Von Lev Benioff, Feldreporter. Im Zuge des aktuellsten WHO-Berichts, nach dessen Angaben durch die CGI-Infektion rund 60% der Weltbevölkerung getötet oder infiziert wurden, hat das US-Militär eine Erklärung verabschiedet, nach der alle Suchaktionen aufgegeben werden. In einem Bereich von bis zu 15 Kilometern um die Grenzen der Quarantänezone herum wird weiter nach Bürgern gesucht, die hineingelangen wollen. Doch es wird nicht weiter nach Personen gesucht, die möglicherweise in schwer erreichbaren Gebieten festsitzen. Generalstaatsanwalt Arthur Monroe macht in einem Brief deutlich, in der Stadt gefunden, so ein Scheiß, niemand kommt. Ja. Was? Ja, der hat den Brief in der Stadt gefunden, der wo das geschrieben hat. Also die sind halt verloren gewesen, weil sie ja schon in den Quarantänezonen waren, wo keiner mehr kommen darf. Das ist auch, glaube ich, super kacke, wenn du dann sowas mitbekommst. Oder sie dich vielleicht sogar einäschern wollen, was sie ja mit manchen Städten gemacht haben. Ja. Super kacke. Das eigentliche Problem haben sie damit ja eh nicht beseitigt. Nur vielleicht eventuell mehr Menschen getötet. Das ist super beruhigend, gell, wenn man dann wieder hier draußen ist. Joel, bist du okay? Was war da drin los? Infizierte, mir geht's gut. Hier, mach jetzt das Tor auf. Ah, jetzt zeigt er uns das wieder an mit 55 Minuten. Nice, dann würde ich sagen, such den kurzen Ausblick, machen wir kurz Pause. Ja, genau. Dann machen wir Pause und dann schauen wir, dass wir das mit dem Mikrofon fixen. Das wäre sehr cool, ja.
Wir machen das Tor auf in der nächsten Folge. Freust du dich, Ellie? Ja, ja, ich freue mich, Ellie. Nenn mich Ellie. Ellie. Oh, also, ja. Dann bedanke ich mich. Ihr dürft gerne wieder einen Daumen nach oben lassen. Das ist das und die Glocke und abonnieren. Kleinste und Übel für euch, was ihr tun könnt. Ja. Einfach einen Daumen oben und das bringt viel einfach. Auch für den schick Algorithmus, her, damit das mehr auf. Leute sehen. Genau. Dankeschön. Vielen lieben Dank fürs Zugucken. Wenn ihr Furzi reinschreibt oder natürlich das Losungswort im allerbesten Falle, dann ja. Noch mehr. Tschüss. Tschüss.